Hallo und herzlich willkommen zu einem erweiterten Tutorial zu dem, was ich schon mal gemacht habe. Es geht um das Patch-Rendern in mehreren Teilen mit Sony Vegas. Wer sich das Video noch nicht angeschaut hat, kann gerne nochmal draufklicken, damit er ungefähr weiß, um was es geht, was ich hier erzähle. Wenn ich noch nichts doppelt erzähle, müsste irgendwo in Link sein, jetzt im Video. Und da habe ich eine Frage gestellt bekommen, wie man diese Teile benennen kann, automatisch. Also es ist so, wenn man das macht, dann kommt ein ellenlanger Name und man muss danach die ganzen Teile wieder zurecht nummerieren bzw. benennen. Das ist ein bisschen, wenn man jetzt viele Teile macht, ist das sehr nervig. Und weil es doch ein bisschen kompliziert am Anfang ist, oder was heißt kompliziert, es braucht erstmal mehr Erklärung, da habe ich jetzt gleich ein Video gemacht. Und okay, gehen wir jetzt mal rein. Ich wollte erstmal zeigen, dieses Patch-Render, ne? Man hat hier mehrere Regionen. Ich mache es einfach mal ganz kurz so, wie ich das gemacht habe in dem alten Video. Ich habe da mehrere gemacht. Blablabla. Bin dann auf Extras gegangen. Na, Extras. Scripting, Patch Render. So, habe mir hier was ausgesucht. Ich nehme jetzt irgendwas, das geht ganz schnell. Und ja, hier haben wir einen kleinen Ordner. So, ich habe ja einen Testordner. Regions, habe zwar jetzt nur eine, aber es macht ja nichts. Und ihr seht ja schon, jetzt macht ja, was ich der Name, aber dann kommt hier so ein elend langer Text hinterher. Und ich habe ja den Ordner, Moment. Ja, hier habt ihr die Ausgangsdatei, Name. Und da fängt er halt immer wieder bei 0 an. Das hat jemand gefragt, dass man das nicht ändern kann. Und ich bin mal ein bisschen im Internet rumgesurft. Und zwar muss man dieses Scripting ändern. Ja. Und das habe ich gefunden in so einem, ich mache gleich mal Werbung, Let's Play Forum. Und da hat er halt hier, wie ihr schon seht, muss man in dem Skript was ändern. Hat hier den Quellecode. Das, was hier steht, muss geändert werden in dieses hier. Um das zu machen können, braucht ihr Notepad++. Das könnt ihr euch zum Beispiel hier runterladen, weil ich mache schon nochmal einen Link in der Videobeschreibung. Jedenfalls muss das Notepad++ sein, ja? So, das Installieren erkläre ich jetzt nicht. Ihr habt es euch jetzt runtergeladen. Seid fertig. Und jetzt müsst ihr Patch Render suchen. Und das findet ihr, ich zeig's euch mal, wo es bei mir ist. Unter C, Programme, Sony, Vegas Pro 13. Dann sucht ihr euch das Skriptmenü aus. Und da habt ihr dieses Patch Rendern. Das muss bearbeitet werden. Ich habe hier mal ein Backup gemacht, falls was schief läuft, na? Und dann, ihr müsst das Notepad++ schon installiert haben, macht ihr Edit mit Notepad++. So, ich bin natürlich hier schon reingerutscht. Ich mache es mal so, wie es ihr sehen werdet. Ich mache das jetzt mehr am Rand. Und dann mache ich mal, hier mache ich auch einen Link diesem Forum, dass ihr euch das auch rauskopieren könnt. Da macht ihr ganz einfach, tut ihr hier oben das, was ihr ja suchen wollt, kopieren. Geht hier auf dieses Fernglas oder suchen, das ist egal. Einfügen, geht auf Weitersuchen, macht dieses wieder zu und schon habt ihr
das gefunden. Ja, ihr seht, Stringformat 012 und dieses hier. Da macht ihr jetzt einfach alles kopieren, was hier unten steht. Kopieren. Ja. Und das, was ihr überschreiben wollt, tut ihr hier auch markieren und einfügen. Und schon habt ihr das, was hier unten steht, drin. Ne? Da geht ihr auf Speichern. Ihr müsst Notepad++ als Administrator ausführen. Habe ich auch nicht gemacht, deswegen fragt ihr euch und sagt er ja. Ja. Und dann müsst ihr nochmal auf Speichern klicken. Aber es passiert, glaube ich, nur, wenn man es auf der Festplatte hat, wo man auch das Betriebssystem hat. Ansonsten nicht. So, dann war es das schon. Können wir das wieder zumachen? Das kann man auch zumachen. So, ihr braucht Sony Vegas nicht neu starten. Das könnt ihr auch im Hintergrund offen lassen. So, jetzt mache ich mal noch mehrere Regionen. Ne? Ich dachte, ich kann das einfach. Egal. Na, man macht eine Region. Zack. Ich will jetzt mal noch nicht benennen. Ich mache es mal nur 3 Stück. So. Dann wollen wir benennen, müsst ihr ja irgendwie. Da geht er hier auf Ansicht, auf Fenster und auf Details bearbeiten. Oder er drückt einfach die Tastenkombination Alt 6. So, da kommt jetzt dieses kleine Fenster und das seht ihr erstmal nichts. Und da müsst ihr hier auf Regionen drücken. Und dann seht ihr schon. Na, hier Sekunde 13. Ja, ich habe ein bisschen klein gemacht. Aber das sind jetzt die 3 Regionen nacheinander. Und dann könnt ihr hier erstmal benennen, wie ihr es wollt. Ich nenne es einfach mal, weil es bei mir von Forest ist. Forest Folge 1. Ja, ihr seht, ihr könnt es auch gleich machen, wenn ihr das hier oben macht. Aber ihr habt so einen schönen Überblick. So, gib mal ein. Forest Folge 2 und Forest Folge 3. So. Alles richtig geschrieben. Wenn nicht, das macht dann auch nichts. So, und dann geht man einfach auf dieses Skript. Moment, das waren da Extras. Scripting. Und wie ihr hier seht, ist sogar mein Backup-Verzeichnis mit drin. Ja, mein Original Patch-Render-Datei. Aber ich will ja diese editierte nehmen. So. Dann wählt ihr euch aus. Das erzähle ich jetzt nicht nochmal. Das könnt ihr dem anderen Video angucken, was ihr da nimmt. So. Natürlich noch den Ordner wechseln. Testordner. Ja, hier ist dieses komische Ding. Hier braucht ihr nichts zu ändern ohne Titel, das ist egal. Wieder Regions. Und dann starte ich mal. Und wie ihr schon seht, Forest Folge 1. So wie ich es haben wollt. Forest Folge 2. So, dann gehe ich gleich mal auf den Ordner. Und wie ihr seht, steht es natürlich jetzt genauso hier. Okay, dann war's das schon. Ich hoffe, ich konnte dir helfen damit. Ich hoffe, du hast das gemeint. Okay, dann sage ich mal viel Spaß beim Rendern. Tschüss.